Das Strategiespiel-Genre wird in den letzten Jahren gerne mal als tot bezeichnet. Und schaut man sich die Anzahl klassischer Genrevertreter an, könnte man durchaus in Verlegenheit kommen, dem zuzustimmen. Dabei gibt es sie nach wie vor, die taktikfordernden und weitsichtfördernden Spiele. Sie haben heute nur eine ganz andere Form, zumindest teilweise. Während sich Blizzard mit der StarCraft II-Trilogie auf klassische Tugenden besinnt und Firaxis mit XCOM einen Genreklassiker wiederbelebt hat, bieten League of Legends oder Dota 2 neben zahlreichen anderen MOBAs ein Subgenre, das Echtzeitstrategie mit Action und Rollenspiel verbindet. Dieser Mix aus Action, RPG und Strategie lässt mich aber weitestgehend kalt, denn da draußen gibt es noch eine, wie ich finde, bessere Alternative in Sachen Action- und Strategie-Mischmasch, über die viel zu wenig gesprochen wird. Diese Alternative heißt Valkyria Chronicles und ist eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration. Inzwischen gibt es dieses Spiel auch auf dem PC, für Japan wurde just ein neuer Ableger für die PlayStation 4 angekündigt, es wird also höchste Zeit, diesem Spiel endlich ein eigenes Video zu widmen. Ich zeige euch jetzt, warum ihr das Original unbedingt nachholen und euch mit mir zusammen auf den nächsten Teil freuen solltet. Aber nicht nur das, ich will euch vor allem auch zeigen, wie man dieses Spiel überhaupt spielt, damit ihr eine ungefähre Vorstellung von der grandiosen Gameplay-Güte bekommt, die euch bei Valkyria Chronicles erwartet. Das hier ist sozusagen ein Mix aus Tutorial und Liebeserklärung. Ich mag zwar die Anime-Version des Zweiten Weltkriegs, die mir Valkyria Chronicles erzählen will, aber die sympathischen Charaktere und die durchaus amüsante und durch japanische Story sind nicht die Hauptgründe für meine Begeisterung an Segas Strategierollenspiel, auch wenn das geflügelte Schweinchen namens Hans definitiv ein Pro-Argument für die Erzählung darstellt. Nein, mir geht es hier wirklich ums Gameplay. Ich liebe einfach, wie sich Valkyria Chronicles spielt, wie einzigartig es sich anfühlt. Spiele wie Advance Wars oder Fire Emblem scheinen die Entwickler hier inspiriert zu haben, trotzdem schaffen sie mit Valkyria Chronicles ein neues Spielgefühl, das ich, abgesehen vom Nachfolger, so nicht noch einmal erlebt habe, auch wenn der 3DS-Titel Codename Steam recht nah rankam. Das Spiel ist rundenbasiert, die Action-Einlagen finden aber in Echtzeit statt, oder naja, zumindest teilweise. Ich versuche einfach mal, euch das Ganze zu erklären, denn das hier ist wirklich spannender, als es der doch recht trockene Begriff Rundenstrategie zunächst klingen lässt. Eine Mission in Valkyria Chronicles funktioniert so. Ihr startet auf der Übersichtskarte. Eure Einheiten werden durch verschiedene Symbole in Blau repräsentiert. Der Gegner nutzt die gleichen Einheitentypen und wird rot dargestellt. Eure Truppe besteht aus Scouts, das sind Soldaten mit einer hohen Zahl von Aktionspunkten, wodurch sie pro Runde weite Strecken zurücklegen können. Sie sind aber nicht stark gepanzert und teilen nur moderaten Schaden aus. Shocktroopers sind klassische Frontkämpfer, sie halten mehr aus als Scouts, können aber nicht so weit laufen, sind dafür aber mit besseren Waffen ausgerüstet und können gerade im Kampf gegen andere Infanterie gut austeilen. Lancer sind eure Panzerabwehr. Sie tragen Raketenwerfer und können damit gepanzerten Einheiten ordentlich einheizen. Sie halten außerdem ganz gut was aus, sind dafür aber nicht allzu mobil. Sniper sind, wie der Name schon sagt, Scharfschützen. Sie haben von allen Einheiten die niedrigste Mobilität, können dafür mit ihrem Gewehr auf große Distanz sehr effektiv Infanterie erledigen. Ingenieure sind die Supporter. Sie können Fahrzeuge reparieren, Munition anderer Einheiten wieder auffüllen und Minen entschärfen. Zu guter Letzt wäre da noch die Edelweiß, euer eigener Panzer, der mit seinen Raketen andere gepanzerte Einheiten ausschaltet, mit seinem Geschütz aber auch gegen Infanterie gewappnet ist. Außerdem kann er durch geschickte Platzierung Deckung für eure Infanterie bieten. Wie bei feindlichen Panzern auch, befindet sich die große Schwachstelle der Edelweiß an der Rückseite. Den blau leuchtenden Ragnitkern solltet ihr schützen, denn dort kann sogar normale Infanterie ganz gut Schaden anrichten.
Damit hätten wir die Grundlagen der Einheiten geklärt. Zurück zur Übersichtskarte. Seht ihr die goldenen Embleme am oberen Bildschirmrand? Das sind eure Command Points. Wenn ihr eine eurer Einheiten bewegt, wird einer dieser Punkte verbraucht. Die Edelweiß verbraucht beim Einsatz gleich 2 Command Points. Im Anschluss wechselt das Spiel in eine Third-Person-Perspektive und ihr habt direkte Kontrolle über eure Einheit. Die orangene Leiste unten stellt eure Aktionspunkte dar. Ist sie leer, könnt ihr euch nicht mehr bewegen, aber immer noch schießen oder Gegenstände benutzen. Während ihr in Bewegung seid, kann sich der Gegner zwar nicht rühren, aber er schießt auf euch, solltet ihr euch in Sicht und Reichweite befinden. Eure Einheiten machen das bei feindlichen Bewegungen auch, Platzierung spielt also eine große Rolle. Beginnt ihr allerdings auf einen Gegner zu zielen, so wird die Zeit quasi angehalten und ihr könnt euch in Ruhe umsehen und das Fadenkreuz ausrichten. Der Infokasten oben ist jetzt besonders wichtig. To Kill zeigt an, wie viele Treffer nötig sind, um die Einheit umzunieten. Shots zeigt euch, wie viele Schüsse euer Soldat insgesamt hat. Daneben wird die Effektivität eurer Waffe gegen verschiedene Einheitenarten dargestellt. Wichtig ist auch der orangene Kreis rund um das Fadenkreuz. Er zeigt an, welchen Bereich eure Einheit bei einem Angriff treffen wird. An Sandsäcken kann eure Infanterie in Deckung gehen, wodurch sie besser geschützt sind. Leider funktioniert dies nicht an Häuserwänden oder Bäumen. Habt ihr einen Gegenstand benutzt oder auf einen Feind geschossen, landet ihr wieder auf der Übersichtskarte. Jetzt könnt ihr einen weiteren Command Point nutzen, um eine andere Einheit nachzurücken, oder aber ihr benutzt die gleiche Einheit noch einmal. Beachtet aber, dass sie dieses Mal reduzierte Aktionspunkte haben wird. Sind alle Command Points aufgebraucht, ist die Runde beendet. Oder aber ihr beendet eure Runde manuell, dann werden die übrig gebliebenen Command Points in der nächsten Runde draufgerechnet. Nun ist der Gegner am Zug. Ihr seht die Bewegung feindlicher Einheiten nur, wenn sie in den Sichtkegel eurer eigenen Einheiten laufen. Bewegt der Feind Truppen außerhalb eurer Sichtweite, so wird das nur sehr grob angezeigt. That's it. So spielt sich Valkyria Chronicles und das macht einfach nur unfassbar viel Spaß. Die taktischen Möglichkeiten durch die verschiedenen Einheitentypen sind vielfältig, aber nicht überwältigend. Der Schwierigkeitsgrad der Mission ist anspruchsvoll, aber nur selten frustrierend, was aber auch an der teils sehr, sehr, sehr doofen KI liegen mag. Ich kann sie sehen, Leute, ich kann sie sehen, Leute, ich mach sie fertig, ich mach sie alle so fertig. Es gibt wenig Befriedigenderes, als mit den letzten Aktionspunkten und einem gut platzierten Angriff den entscheidenden Treffer zu setzen oder mit der Edelweiß ganze gegnerische Squads auseinanderzunehmen oder einfach nur Soldaten durch die Gegend zu schubsen. Ich habe euch hier wirklich nur die Grundlagen erklärt. In dieser Genre-Chimäre steckt noch deutlich mehr. Das Einnehmen von gegnerischen Stützpunkten, der Einsatz von Verstärkung, die Wahl und Platzierung eurer Einheiten vor einer Schlacht, Command-Skills, also spezielle Fähigkeiten, die etwa Einheiten für kurze Zeit verstärken, Teamangriffe, unterschiedliche Bedingungen bei Nacht, all das sind Elemente, die noch mehr Tiefe in das Spiel bringen, die euch Valkyria Chronicles aber nach und nach mit entsprechenden Hilfen beibringt. Yes! Eine Besonderheit muss ich dann aber doch noch ausführlicher erwähnen. Eure Einheiten sind nämlich mehr als gesichtsloses Kanonenfutter. Es sind alles einzigartige Charaktere mit eigenem Design und eigenen Charaktereigenschaften. Unterschiedliche Charaktere haben unterschiedliche Zu- und Abneigungen gegen andere Personen und andere Eigenheiten. Rosie mag etwa Lago, kämpft also besser, wenn sie sich in seiner Nähe befindet. Velkin ist sehr naturverbunden und hat demnach bessere Stats, wenn er im Freien kämpft. Dann gibt es noch Kämpfer, die etwa Angst vor Schmutz haben und dementsprechend im Dreck schlechter zielen, oder andere, die besonders effektiv sind, wenn sie alleine unterwegs sind und sich keine anderen Soldaten um sie herum befinden. Meine Einheiten sind also nicht nur Einheiten, sie sind meine Leute, meine Truppe, mein Squad Nummer 7. Ich entwickle selbst eine Bindung zu diesen Charakteren und bin entsprechend deprimiert und traurig, sollte einer von ihnen endgültig im Kampf fallen. Was übrigens nur passiert, wenn ich einen ausgeschalteten Charakter nicht schnell genug via Medic in die Basis zurückhole. Im Menü kann ich mir zudem kleine Beschreibungen zu meinen Soldaten anschauen, was ihnen noch mehr Persönlichkeit verleiht. In der Story selbst nehmen natürlich nur eine Handvoll Charaktere eine wirklich große Rolle ein, aber auch zu den anderen Squad-Mitgliedern baue ich mit der Zeit eine Verbindung auf. Hoi, 040ni. Tekseisha hakken. Kyori 800. Teki hohei mo fukusuu kakunin. Sentou taisei ni haitteiru moyou. Omachikane no teki-san toujou ga? 第7小隊、戦闘隊形に展開せよ。
Das Map-Design reicht von großen Wüstengebieten mit zahlreichen Schützengräben bis zu kleinen Dörfern voller Hinterhaltmöglichkeiten. Lediglich ein wenig mehr Interaktion mit der Umgebung hätte hier gut getan. Und dann wären da noch die optionalen Nebenmissionen rund um Zeitungsinterviews mit der Reporterin Irene Koller, die ich erst beim erneuten Laden meines alten PS3-Speicherstands für dieses Video entdeckt und folglich noch nie gespielt habe. Dieses Spiel wird einfach immer besser. Zwischen den Missionen kann ich dann natürlich noch meine verschiedenen Charakterklassen aufwerten, die Edelweiß individualisieren, meine Waffen aufrüsten und neue Leute rekrutieren. All das verpackt in einem schicken Buchmenü, das sich wunderbar in den Grafikstil des Spiels einfügt. Und was für ein toller Stil das ist, die Wasserfarbenästhetik hat mich schon damals umgehauen, auch heute sieht Valkyria Chronicles dank des gelungenen Artstyles noch super aus. Auf dem PC läuft das Ganze zudem in höherer Auflösung und mit 60 Bildern die Sekunde, auch wenn die Zwischensequenzen leider nicht neu gerendert wurden. Und auch wenn ich den erzählerischen Aspekt von Valkyria Chronicles nicht an erster Stelle setze, so sind mir Alicia, Isara und Co. doch sehr ans Herz gewachsen und ich habe die Story-Entwicklung mit all ihren Twists und übernatürlichen Eigenheiten mit Spannung verfolgt. Dabei ist der Schleier zwischen dem Anime Europa im fiktiven Krieg zwischen östlichem Imperium und Atlantischer Föderation und dem echten Europa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wahnsinnig dünn. Und damit meine ich nicht nur den Namen des Kontinents. Hier sind es dunkelhaarige Darsen, die von der Gesellschaft ausgestoßen und verfolgt werden, womit Valkyria Chronicles ein Thema behandelt, an das sich recht wenige Videospiele rantrauen. Und schaut euch mal diesen Oberfiesling hier an, der sieht aus wie eine Mischung aus arischem Traumjungen und Cäsar. Die Story des Spiels sollte mit der japanischen Sprachausgabe genossen werden, nur so kommen die halbdeutschen Namen richtig zur Geltung. Alternativ gibt es aber auch eine gute englische Synchro. Die ist auch notwendig, um die kleinen Sprüche während der Gefechte zu verstehen, etwa wenn ein Squad-Mitglied einen Feind niederstreckt. Leider wurden hier keine Untertitel hinzugefügt. Yosha! Das Spiel wurde zudem nie ins Deutsche übersetzt, es gibt also leider nicht einmal deutsche Bildschirmtexte. Ach, und den Soundtrack darf ich natürlich ebenfalls nicht vergessen, der passt nämlich wunderbar zum Szenario und löst bei mir heute, über 6 Jahre nachdem ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, ordentliche Nostalgieschübe aus. Sei es die kurze Titelmelodie, die fröhliche Musik im Buchmodus zwischen den Missionen oder der bedrohliche Track, der beginnt, sobald mein Feind am Zug ist. Alles hier ist stimmig, geht gut ins Ohr und bleibt da dann auch noch eine Weile stecken. Komponiert wurde der Soundtrack übrigens von Hitoshi Sakimoto, der schon für die musikalische Untermalung von Final Fantasy Tactics oder Final Fantasy XII verantwortlich war. Und wenn ihr Valkyria Chronicles durch habt, dann könnt ihr euch entweder an den DLC-Missionen versuchen, die der PC-Version übrigens beiliegen, oder ihr geht mit eurem Squad und all euren Aufrüstungen ins New Game Plus. Oder ihr greift direkt zu Teil 2 auf der PSP. Die Handheld-Fortsetzung inszeniert sich zwar nicht so stark und muss vor allem technisch viele Kompromisse machen, etwa auf allzu große Karten verzichten und sich auf kleinere Scharmützel konzentrieren. Der Gameplay-Kern funktioniert hier aber genauso gut. Die Rollenspielelemente werden sogar deutlich erweitert. Es gibt mehr Klassen und mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Eine willkommene Verbesserung, denn der Level-Up-Aspekt in Teil 1 ist verhältnismäßig mager. Valkyria Chronicles 2 gibt es im PSN-Store für unter 15€ und das Teil ist auch auf der Vita spielbar. Teil 2 war dann auch das Ende dieser Reihe, zumindest für den westlichen Markt. Auf der PSP erschien noch ein weiterer Teil, der aber nur in Japan auf den Markt kam. Jetzt wurde ein 4. Eintrag in der Serie namens Valkyria Azor Revolution angekündigt. Takeshi Ozawa, Lead Game Designer des ersten Teils, kehrt mit einigen Leuten aus dem Originalteam zurück. Bisher ist allerdings nicht klar, ob dieser PlayStation 4-exklusive Teil der Reihe auch im Westen erscheint.
Und falls ihr euch fragt, was die Macher des ersten Valkyria Chronicles vorher gemacht haben, Shuntaro Tanaka, der als Director neben Takaharu Terada tätig war, war zuvor einer der Richtungsgeber bei einem weiteren Kulthit von Sega namens Skies of Arcadia. Die beiden Hauptcharaktere des Dreamcast- und Gamecube-Titels, Weiss und Aika, können als Mitglieder von Squad 7 in Valkyria Chronicles angeheuert werden. Ein kleines Easter Egg sozusagen. Und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch Valkyria Chronicles mit diesem Video etwas näher bringen. Dieses Spiel mag nicht für jedermann sein, bei mir hat es aber einfach nur einen Nerv getroffen. Bleibt mir zu hoffen, dass mit dem PlayStation 4 Remaster und Acer Revolution noch mehr Spieler in den Genuss dieses mutigen Genre-Cocktails kommen. Da eine Moral am Ende immer gut kommt, überlasse ich jetzt das Wort dem Veteran Largo, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. 野菜の中にはな、体を作るための栄養素がたっぷり詰め込まれてんだ。子供の成長を助ける役目もするし、人間の体は野菜で作られてると言っても過言じゃねえんだ。Bevor ihr jetzt gleich losstürmt und euch Valkyria Chronicles holt, und ja, das kann ich verstehen, es ist ein großartiges Spiel und es freut mich, dass ihr es jetzt endlich auch spielen werdet. Bevor ihr das allerdings tut, lasst mich von Patreon.com erzählen, von Patreon.com/Hook. Dort könnt ihr uns nämlich monatlich unterstützen und nur durch eure Unterstützung, durch das Crowdfunding dort, ist es uns überhaupt möglich, solche random Videos zu machen und uns nicht immer genau an irgendwelchen aktuellen Releases zu halten oder nur noch Top-10-Listen zu machen. Und dafür sind wir wirklich, 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 wirklich dankbar, dass ihr uns das ermöglicht. Wenn ihr jetzt weiterschauen wollt, dann empfehle ich euch das Robin Versus zu Prince of Persia. Da fordert Robin mehr Prinz von Ubisoft und weniger Assassin's Creed. Und dem kann ich nur zustimmen, denn die Sands of Time-Trilogie ist fantastisch immer noch. Falls ihr aber mehr Valkyria Chronicles wollt, das geht auch. Hört euch zum Beispiel den letzten Podcast an. Dort haben wir über das neue Valkyria Acer Revolution gesprochen. Oder falls ihr Valkyria Chronicles mal in Aktion sehen wollt, dann haben wir auch bei Time to 3 da mal reingespielt. Da gibt es 3 Folgen in einer Playlist, die könnt ihr euch hier anschauen. Jetzt viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss.